Mehrere hundert Polizistinnen und Polizisten sind am Freitagvormittag in einem Trauerzug quer durch die Innenstadt von Mannheim gezogen. Hintergrund war die öffentliche Trauerfeier für den vor zwei Wochen nach einem Einsatz auf dem Mannheimer Marktplatz gestorbenen 29-jährigen Polizisten Ruben Lauer. Der Polizeihauptkommissar war am 31. Mai auf dem Marktplatz durch Messerstiche so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus verstarb. Ein 25-jähriger Afghaner hatte insgesamt 6 Menschen mit einem Messer verletzt. Weil es sich bei ihm offenbar um einen Islamisten handelt, ermittelt die Bundesanwaltschaft in dem Fall. Zur Trauerfeier in Mannheim waren tausende Menschen gekommen, darunter Angehörige von Ruben Lauer sowie Polizistinnen und Polizisten aus ganz Deutschland. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie Bundesinnenministerin Nancy Faeser waren angereist.